Hallo zusammen, ich habe hier eine Solartasche. Hat eine Leistung von 200 Watt Peak, ist relativ schwer. Die Daten verlinke ich euch unten im Videobeschrieb, Gewicht, Maße und so weiter. Und hier auf der Seite ist eine Seitentasche drin. Und ich habe das schon mal vorgestellt, aber jetzt haben wir es definitiv um. Die Mehrheit hat beschlossen, wir machen hier ein 8 Meter langes Kabel. Das hat dann auch hier Platz drin. Dann kommt ein MPPT Solarregler. Der muss nicht in der Tasche sein, der muss so nah wie möglich an der Batterie sein, weil er muss ja die Batteriespannung messen, dass er optimal lädt. Und dann gibt es so einen Industriestecker, 50 Ampere Anderson-Stecker, Harris-Stecker und so weiter. Es gibt viele Namen. Und den kann ich ja direkt zum Beispiel auf unserer Batteriebox einstecken. Die Batteriebox hier, da kann ich hier direkt einstecken, passt mit diesem Stecker. Dann sehe ich auch, was kommt für eine Leistung rein. Übers App sehe ich, wie viel Strom wird geladen, direkt. Oder, nicht mein Favorit, ich stecke den hier ein und kann da direkt auf die Batterieklemmen fahren. Kann das direkt anhängen, plus und minus nicht verdrehen. Oder ich habe das hier, aber das muss ich installieren. Das muss auf eure Fahrzeugbatterie und hier hat es 8 mm Ösen. Und dieser Regler ist ausgelegt für Lithiumbatterien und Lithiumbatterien haben Schraubklemmen und das Teil bleibt im Fahrzeug und so kann ich, wenn ich den Bedarf habe, das hier am Fahrzeug einstecken, simpel, einfach, wieder abhängen, das bleibt in eurem Fahrzeug. Im schlimmsten Fall müssen wir das ausbauen, wieder zügeln, aber so viel ändert ihr euer Fahrzeug auch nicht. Und so kann ich das Panel hier, das Solarset hier zusammenringeln, das Kabel hier versorgen, die zwei Teile, das bleibt im Fahrzeug, aber das Teil wenigstens dazu, mache ich auch dazu, dann wissen wir, was ist. Mit ein bisschen Üben kriege ich die Kabel hier rein. Wir haben hier eine lange Leitung und so habe ich das versorgt. Wir haben hier zum Aufmachen, wir haben hier Füße zum Aufstellen. Nicht einer, sondern drei. Das heißt, ich kann das Teil aufklappen. Hier ist der nächste Fuß. Und so kann ich das Panel, ihr seht, da kommt schon eine Fläche zusammen, 200 Watt Leistung und das kann ich dann dahin stellen, wo es passt. Und hier hinten kann ich eben diese Füße aufstellen. Wir haben überall so Ösen dran, dass man das Teil aufhängen kann und so flexibel nützen. Das hier sind starre Panel, die identische Bauart wie bei den Standard-Panels, also keine flexiblen Panels, weil mittlerweile bin ich von den flexiblen Panels nicht mehr so begeistert, weil die können auf den Leiterbahnen brechen und hier haben wir wirklich ein starres Panel drin, einfach ohne Alurahmen, aber durch das natürlich haben wir ein enormes Gewicht, nur es lohnt sich das Gewicht mitzuschleifen. Das Panel wieder zusammenstellen, hier kann ich wieder zumachen. Hier einklipsen. Und so habe ich Strom, wenn ich irgendwo stehe,
autonom. Ich kann es ausrichten nach der Sonne. Ich kann auf dem App zum Beispiel von der Batterie kann ich schauen, wie viel Strom kommt rein. Ich kann es also ausrichten und gleichzeitig mit dem App von unserer Batterie zum Beispiel oder anderen Batterien schauen, wie viel Strom kommt momentan gerade rein. Ich kann es optimal ausrichten. Ja, das ist diese Solartasche, die beschriebe, beziehungsweise die technischen Daten mache ich euch unten in die Kommentare rein. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es schon gelistet ist als Artikel, aber Mail schreiben oder sonst irgendwie anrufen, vorbeikommen. Ich verlinke euch hier ein Video, wo ich es über die Solartasche hatte, wo wir die bekommen haben, wie man das am besten anschließt, welche Kabel und so weiter. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.